Oh, Sniper auch, echt? Okay. So, wo muss ich hin, offiziell? Offiziell ist graded und dann hier Holland, also NL03 oder NL3. Am Start ist diesmal auch der Sammy, der ist jetzt dazu gekommen. Das Schießen übrigens, Julian, ist nicht so wie bei Miscredit, ne? Also wenn du da wirklich auf den Kopf zielst, über Kimme und Korn, dann, und du triffst ihn, dann ist der Typ auch sofort weg dann, ne? Ja. Ach, das dauert immer, dieses Eingelogge hier. Weißt du, was diese neue Page war? Da war noch so eine kleine 200er MB-Version. Ja, guck dir einfach an hier, wenn du die Server suchen tust, da steht es drauf, alle, Friendly, Ach Favoriten ja. und hier Ach ja. Freunde. Ach ja. Das Ach ja. Dann kann ich ja gleich bei Friends. kannst du Ah ja, probier's mal. Niederlande. Ja, richtig geil. 4 Stück seid ihr, also nur ihr zwei seid drinnen. Erstmal, ja, um zu gucken, reinzukommen, alles. Ja, wen soll ich denn da abschieben? Julian war schon lange drin, hast du mal gesehen? Seine Zeit? Über 200 Stunden schon. 200, oh. Der ist Profi da drin. Ihhh, da ist ja kein Mensch Eine drinnen. Dose? Und Ja. 3:49 Uhr. Mitten in der Nacht. Alles gut. Na, ich komm mal rein. Er muss ja erstmal klarkommen mit dem Schießen und sowas, ne? Echt? Kommt er nicht klar mit Schießen? Hallo, es geht ja, Veteran. Klar, Alter. Level 1000er Charakter. Ja, wieso bist du da nicht mehr drinnen da? Was ist denn da passiert? Ja, GTA kann ich ja aus dem Leben spielen, weil ich ja Hast irgendwie kein. Rockstars beschissen, ja? Ja. Hast ihn ausgenommen. Deswegen sind sie Insolvenz gegangen, die Leute. Permanent gebannt worden. Ist halt richtig scheiße. Hat so ein bisschen so, ne, so Schwabendialekt, oder? Kann das sein, Markus? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So was geht nicht hier. Das ist übrigens auch original die Karte, die sie ist, ne? Ach so, ihr Ja. seid immer noch am Erklären. Okay. Ja, wir stehen hier bei dem Aussichtsturm, Sammy, wo der Busparkplatz ist. Ach, wieder da. Wie immer, irgendwie kommt man immer hierher. Und wieso hast du. Wieso, so, wieso spielen wir mit Julian nicht hier Osiris? Oral Orsis Down? Wieso spielen wir nicht das? Oh, so finster! Ich sehe gar nichts hier. Was? So findest du? Ach, Warte mal, niemals. jetzt muss ich mich orientieren. Also ich bin hier irgendwie in Willkommen Ja. Bridgemoor bin ich, Markus. Okay, Julian, dann laufen wir los mal. Ja, soll ich zu euch kommen oder ihr zu mir? Wir haben hier schon halbwegs abgelotet. Ach so, ihr habt ja gar nichts. Ah ja, mit dem Aber wenn Schießen nur habe ich vier schon Leute drin klar. sind, da kann ja nackt hier rumlaufen, da kriegt mir ja kein Mensch. Oh, ein Supermutant, du hier vorne gleich so. Voll der Bucklige, du. Der klingt noch von Notre Dame, du. Ach du Achtung, Scheiße, was Julian? ist denn? Keule. Was? Hörst du ihn? Warte mal, ich muss mal Sound laut machen. Ja, ich höre ihn. Okay, der dürfte rechts sein. Wir gehen mal hier rüber. Yes. Was, links? Ja, ihr ist ja Ah, ich keiner. sehe ihn, Julian, ich sehe ihn. Warte, ich sehe eine Büsche. Warte. Ja. So, ihr seid noch mal dort. Du Warte. weißt, wo Bridgemoor ist, Markus? Ich Wo weiß, bist du was. jetzt? Hier drüben am Haus hier. Ah, jetzt. Na? Ja, rüber. Ja, er ist rechts. Okay, dann lass. Oh, ja, dann lass uns hinter dem Haus mal vorbeilaufen hier. Dann halte ich mal kurz den Bridge mal auf. Wir kommen rüber, Sammy. Ich gehe so lange tanken. Also diese Zombies sind noch Seid ihr auf der anderen Seite von der Brücke oder wo seid ihr? Wo kommt ihr her, Markus? Vom Wasser kommen wir her. Ich weiß es nicht, wie weit das auseinander ist hier. Station und dann hier Dings. Aber oh, wir sollten bald da sein. Kommst du übers Wasser, über diese kleine Donau da? Wir kommen. Nee, 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 du bist schon auf der Seite, oder? ich hoffe, das seid ihr. Okay. Okay, also ich bin an der Tankstelle vorne. Da, wo nachher die Kasernenhäuser stehen, da. Aber er schießt Julian nicht gleich, ne? Ich hoffe, er schießt nicht immer gleich, weil Wie die. Da, dein ich eigener hab. Sohn. Naja, der ist ja. Ja, er ist ja direkt vor der Linse hier rein, also dafür kann ja ich. Was ist denn das? Wie lange braucht ihr etwa? Nicht lange, nicht lange. Stunde etwa. Stunde? Ja, hier fährt doch ein Zug.
Wo hat denn der seine Taschenlampe? Ach da, in dem Ohr. Ach so, übrigens, das neue Spiel, was du gesagt hast, Sammy, ne? Star, die Tietchen. Genau. Kleine Tietchen. Die sind ja schon kräftig am Meckern, ne, die Leute. Ja, macht denn, ja, weil wieder zu viel versprochen worden sind. Nein, aber nein, dafür, nein, umgekehrt, nee. Umgekehrt. Weil sie zu viel versprochen, weil zu wenig versprochen und zu viel drin ist. Ja, eben, das deswegen. Die haben gesagt, ja, scheiße, dass es nicht konsolenmäßig ist. Und, ach so, ja. Dass die halt alle nur auf solche großen PCs spielen können, ja, und die Kleinen dürfen abstinken. Sag mal, ich bin hier schon drinne gewesen, Digga. Das ist immer so bei dir. Ich war schon in jedem. Ich hab schon jede geknallt hier. Ah, oh, typisch Marcel-Spruch, du, da steckt an, du. Dieser Dreck. Er sagt immer wieder Vater oder Sohn, also kommt's von dir. Oh, also ich hab was ganz, ganz Neon-mäßiges an. Na gut, dann würden wir ihn ganz schnell finden. Nee, geht ja gar nicht. Wie geht denn das jetzt? Übrigens, diese Zombies, die du eben gesehen hast, Julian, das sind doch die harmlosesten, ne? Naja. Da gibt's Nackte, die sehen genauso aus, nur nackig. Oder der bei mir rumhängt. Eben, oder einen richtig dicken, fetten, großen Typ. Der ist... Ja, so einen habe ich schon gesehen. Ach so, okay. Auch schon die Hand geschüttelt und Autogramm bekommen. Eine Hand ist schwer. Der hat einen ziemlich dicken Buckel. Da siehst du die Hand nicht. Ach so. Nee, nochmal zurück zu dem kleinen Tittchen-Spiel. Selbst dreimal 1080p-Karten reicht nicht aus, um auf 60 Frames zu kommen, ne? Ja, gut, okay, ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Nein, nein, das haben sie selber gesagt. Okay, hier ist Nackter. Ciao, Paul. Ich höre ihn irgendwo rennen. Uah! Okay, ich muss fliehen. Ja, fliehen. Auch wenn es jetzt kindisch aussieht, aber ich muss rennen. Ich glaube auch nicht ganz dran, dass es so weit runtergezogen wird. Also der neue Page ist ja drauf. Mit 2,5. Ich hol's mir auf jeden Fall. Kostet 48 Euro. Und hast du mal gesehen, die teuerste Version? Hast du mal gesehen? 16.000 Dollar. 16.000. Dein Spiel, Julian. Ne? Ich möchte nicht das ganze Studio kaufen. Ich wollte eigentlich nur das Spiel. Ich meine, was kriegt man für 48 Dollar? Ja? Oder 53 Dollar? Ja? Was kriegt man für 53 Dollar und dann für 16.000? So? Das ist nicht das Zehnfache, das ist das Tausendfache oder so. Ja, ich meine, du kannst ja auch nur bei Steam mal reinschauen. Bei Steam gibt es ja auch solche Hammerspiele. Ja, aber das ist ja das ein und dasselbe Spiel. Ich meine, ob ich jetzt nur Miscredit kaufe oder DZ. Also Miscredit für 1000 und DZ für 100 oder so. Das kann ich verstehen. Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Was kannst du für 16.000 in dem Spiel reinpacken, was du für 48, also für 53, man muss ja bei Dollar bleiben, er rennt ziemlich weit hinterher, das kommt daher, weil er keine Klamotten. Da kommt der Nächste. Digga, ich bringe hier eine ganze Mod mit. Das ist gut. Ist nett, ne? Ja, da kann er gleich mal seine... Jedenfalls, es wird hell. Jedenfalls verstehe ich diese Sinn nicht, aber das hat was mit Spenden zu tun. Das ist wie das eine Spiel, was du bestimmt mal gesehen hast, dieses Maler-Spiel. Ja, wo du von A nach B oder von B nach A wieder zurückläufst, so ein Spiel, so ein Survival-Spiel. Alter, hier sind Zombies, hier waren keine Menschen, hier sind noch nie Menschen gewesen, weil die sind alle noch nicht tot. Jedenfalls, dieses Spiel bietet zum Beispiel einen Song an, und zwar für die Children-Kinder, für diese Krieg-Kinder. Ja. Das Spiel basiert auf ich hab's übrigens das Spiel in meiner Bibliothek, weiß jetzt nicht, wie es heißt. Irgendwie Daylight oder irgendwie so heißt das. Das heißt, du machst so wie Sega-Spiel von A nach B, läufst immer durch in den Dingen und craftest und machst, aber alles so in 2D, nicht 3D, genau so nennt man das. Okay, und da gibt es einen Song, den kann man 100% geht der an die Children-Kinder, an diese hilfsbedürftigen Kinder da. Ja? Okay. Und da geht. Der Song geht ab 99 Cent Spende los und geht bis 20 Dollar, also 20 Euro. Ja. Ja, das ist 20 mal so viel. Aber 53 Dollar und 16.000 Dollar ist ein großer Unterschied. Die Spende finde ich so, ein bisschen so, ja. Das ist wie das Gleiche, wenn einer sagt, hast du mal einen Euro für mich? Wenn es nicht kleiner ist, kannst du mir auch 1000 geben. Ja, also verstehe ich nicht ganz, was da der Unterschied ist. Ich habe sie in Englisch noch nicht gelesen können. Also in Deutsch, in Englisch schon, aber in Deutsch noch nicht.
Ja, ich schätze mal, dass es wahrscheinlich Dings sind hier. Ja, dass die plötzlich dir gehören, das Geschäft. Du bist dann plötzlich der Chef wahrscheinlich. Richtig. Und wenn es dann 1000 Leute kaufen, dann sind es halt 1000 Chefs. Da Richtig. musst du denen dann auch wieder einkaufen, den anderen, der wohl es auch gekauft hat. Also sehr kompliziert. Also ich weiß nicht warum. Also ich habe erstmal schlucken müssen. Ich habe erstmal zählen müssen, die Zahlen und das Komma, so, wo das ist. Und ich, kann doch nicht sein. Da will man natürlich gerne die 16.000 zusammensparen. Ja, aber ich meine, 16.000 ist schon ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass für 53 Dollar das Universum sehr klein ist. Und für 16.000 originalgetreu das Universum oder so, weißt du, bis zum Gott hin halt. Oh, Also bis guck mal zur hier. Himmelstür. Hast ein Schwein. Kannst du aufheben. Also ich kaufe mir auf jeden Fall, ich Er kaufe mir killt das das kleine Schwein. Paket. Er hat Schweinchenbaby gekillt. Ich kaufe mir Schweinchenbaby. natürlich, ich kaufe mir Oh, das da da gibt auf es jeden Fall das Innereien Paket. drinne. Zu mitnehmen. Ja, wie gesagt, du, es sind wahrscheinlich jede Menge DLCs, die du kaufen kannst, ne, Nee, dazu. das, nein, nein. Das Spiel, diesen Typ, der das erfunden hat oder der das, wie sagt man, produziert oder erfindet oder wie auch Ja, immer oder malt der oder. Entwickler. Ja, das ist ein schönes Wort. Nimm mal den Entwickler. Was So, besser? okay, wenn man den Entwickler nimmt, der hat nicht einen Cent da rein bezahlt. Das Ja. sind alles nur wir. Das Spiel basiert nur auf Spenden. Und zurzeit hat sie 100 Millionen Euro, nein, nein, US-Dollar geknackt. 100 Millionen US-Dollar hat es geknackt bis jetzt. Nicht viel, habe ich jeden Tag. Ja? Das heißt, das ist gespendet worden und das ist schon in das Spiel mit Gänsefüßchen und viele Fingerchen nach oben halt eingeflossen. Wahrscheinlich nur 10 Dollar oder so. Rest mal halt, behält er. Dann fährt er so wie bei Douglas so mit dem roten Ferrari rum. So. Richtig, 48 Dollar. Ach, ja, ein paar Nullen, scheiß auf die Nullen. Nullen, alles Kacke. So könnt ihr mal langsam kommen. Also hier wohnen echt sehr viele Zombies, muss ich sagen. Na okay. Also man Entschuldigung, wir kann. legen, glaube ich, mal einen Zahn zu. Legt mal Zahn zu, ja. Nimmt mal die Schleichposition weg. Dieses Geducke da, ja. Im Busch kacken. So, ich mache euch mal ein Licht hier an. Pass mal auf, ich zeige euch mal ein Licht. Hopp, so, vielleicht seht ihr das ja von Weitem schon. Okay, ich muss Nein, ich sehe nur einen laufen. Baum. Ja, es hat leider der Zombie nur gesehen. Ah, er kommt. Gib mal ein bisschen den Fersenfuß hier. Fersengeld. Da waren wir. Okay. Ja, Vielleicht seht ihr ja, wie es es gibt hängt. halt solche Also ich übertriebenen. kaufe mir auf jeden Fall, weil auf das Spiel warte ich schon seit 3 Jahren oder länger sogar schon. Das war immer wieder mal angekündigt. 2013 oder 14 soll das erste Mal erscheinen. Ist natürlich prompt in die Hose gegangen, weil so viele Leute konnten nicht spenden. Und mittlerweile haben wir dann genug Geld zusammen. Aber weißt du, lieber solche Spiele, die Potenzial drin haben, als wie im Gegenzug No Das Man's Spiel, Sky. so wie es im Augenblick eine Alpha gibt, gibt es derzeit in einer fertigen Vision überhaupt noch nicht. Ja? Dass selbst der kleinste Knopf sich bewegt im Raumschiff oder so, ja? Also da haben sie natürlich wirklich immens gearbeitet dran, das ist ganz klar. Und das muss auch irgendwo belohnt werden. Das hat aber nur gesagt, das ist wirklich, dass die Spiele irgendwo buggen und irgendwo was fehlt, wo man sagt, ach Mensch, das hätte doch hier reinkommen können. Und bei dem Spiel ist das drin und bei dem anderen eben nicht. Toll. Wie man bei Miscreated DayZ und H1 doch ganz gut erkennen kann. Wenn man alle positiven Sachen von allen drei Spielen zusammentun würde, hätte man ein gigantisches Spiel, oder nicht? Entschuldigung. Ja, das ist. Oh, ja. Weil ich wundere mich immer, dass Miscreated das hat, aber nicht das, was H1 hat. Und H1 hat nicht das, was DayZ hat. Und DayZ hat nicht das, was beide nicht haben. Verstehst du? Ja, das ist. Das passiert aber. Okay. Brauchst du was zum Essen, Trinken oder sowas? Oder geht's noch? Nein. Der lebt nur vom Alkohol. Achso. Ja, gut, 60% habe ich bei Ja, Weitem jetzt. das ist mehr, wie ich in realen Leben habe. Da habe ich immer 5% oder so. Ich bin immer kurz zum Abnibbeln. Das merke ich an den Treppensteigen schon. Also, pass auf, das liegt daran. Echt, das liegt daran, ja? Das heißt, wenn ich mich unten, bevor ich die Treppen besteige, auffüllen würde mit einem Döner und einer schönen Coke oder sowas, dann könnte ich Warte besser mal kurz. hochlaufen, oder? Und eine Flasche Wein würde ja auch gehen. Richtig. Also, dann sag mal an, was es liegt.
dass sie sich gegenseitig nicht ausstechen dürfen oder so? Nein. Nun eben, da drüben ist dauerhaft Licht, das heißt, da war schon irgendjemand hier. Das war ich. Habe ich doch gerade gesagt. Mit auf dem Platz. Ja. Nee. Wie mit auf dem Platz? Eben, dass ich bin mit ihm bei Bridgemoor, ein Ort vor Ort zuvor. Ich bin doch Bridgemoor. Willkommen zu Bridgemoor. Nee, nicht Bridgemoor, Brimcast. Bist du doch drüben auf der anderen Seite? Ist das der Ort, wo geteilt ist? Brintes Case ist geteilt. Also das, was du gesagt hast. Ja, genau. Bridgemoor nicht. Richtig, okay. Bis Bridgemoor, dann sehe ich mit ihm hin. Aber ich bin direkt an der Brücke, ne? Ja. Also folgendes jetzt. Und zwar, das Weißt liegt du, was ich daran, sagen wollte? ja. Es gibt Schade. ja verschiedene Grafik-Engine, ne? Ja, das ist Oh, klar. ich höre den Großen. Oh, das ist der alte Nackte. Dann die Ja, Hacken. Oh, da ist noch einer. Gib ich höre von Gummi. beiden Seiten. Ja, der Onkel Markus macht es dramatischer, wie es ist. Also Gib Gummi und hier ist. dramatisch wird dieses Spiel eigentlich erst, wenn Ja, du richtige ich renne die viele ganze Leute Zeit. bei dir drin hast hier. Gib Gummi. Ja, ich renne. Die Monster an sich sind Okay, wir biegen harmlos. hier ab. Die kann man sogar von der Hand füttern. Hat das nochmal einer hier? Wir nehmen den auch mit. Jetzt leg dir mal einen Schokoriegel auf deine Hand und leg sie ganz flach aus. Nein, warte mal, da kommt noch mal einer vorne ran. Entschuldigung, immer rennen. Ja. Naja, ich gehe Du mal kannst rein. auch, du kannst auch über die Dinger hier springen, ne? Dann bist du ein bisschen geschützt, weil die kommen nicht hinterher, die müssen wieder zurückrennen. Ah. Okay, jetzt. Okay. Und Gummi, jetzt kommen sie nämlich von anderer Seite. Jetzt wieder einmal rüberspringen. Rüber. Müssen die nämlich wieder zurückrennen. Ja, oh, die rennen hinterher. Okay, gib Gummi. Ja gut, ich hab ja eine Axt, aber naja, bringt nichts Das schaffst du wirklich. nicht, das schaffst du, sind zu viele. Ja. Immer rennen, immer rennen. Okay, verschiedene Grafik-Engine. Ist schon Genau. klar. Das Verschiedene ist schon klar. Grafik-Engine, ne? Ja. Du kannst ja, wenn du so ein Spiel erstellst, kannst du nicht einfach ein Auto Nein, nein. reinzeichnen. Okay, diese Story kenne ich schon. Sondern die Sachen sind ja Die schon muss alle ich. da. Genau, du kaufst ein Paket immer so, sozusagen. Richtig. Und diese Leute, die die Grafik-Engine entwickeln, die stellen ja diese Sachen her. Du kannst zwar eine Feinarbeit machen von Grafik besser und alles Mögliche. Ja. Aber du kannst nicht irgendwie was zusätzlich reinpacken. Und da liegt der Schwerpunkt, wenn zum Beispiel eine andere Grafik-Engine gewisse Sachen gar nicht drinne haben oder sowas. Und die Grafik-Engine von Klein Tittchen, das hat alles drin, oder was? Warum die das so machen kann, dass die, sogar jeder Knopf sich bewegt? Es kann sein, dass die eine eigene haben. Nein, okay. Ja, das gibt's hin. Verdammt, bist du schlau. Okay. Ja, okay, ja. Das finde Das ich, heißt, deswegen gibt es es immer gehen so manche Sachen Unterschiede. hier, es gehen manche Sachen hier gar nicht rein zu programmieren hier, bei Miscreate. Zum Beispiel, ja, dieses, was soll ich jetzt sagen, bei DayZ fühlt sich alles ein bisschen realer an, muss ich sagen. Es fühlt sich scheiße an, aber real ist ja scheiße. Scheiße ist auch real. Eben. Also von dem her gesehen. Wenn du reinfällst, ein Scheiß auf. Ja, aber sie haben ja erfunden, hier Autos zu fahren, oder nicht? Wir haben wie was erfunden? Autos zu fahren. Das gab's. Also die Engine hier zum Beispiel ist ja von Crysis gedacht. Ich meine, mit jeder Grafik-Engine kannst du irgendwo ein Auto fahren oder sowas. Es sieht natürlich anders aus. Also was genau macht eine Grafik-Engine denn aus? Das nur die optische oder auch das Spielerische da drinnen, was man alles kann da drinnen, was sich alles bewegt und Ich oder denke wie auch mal, immer. ich würde mal sagen, beides. Weil du gibst das ja vor, Grafik-Engine. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, du nimmst jetzt einfach das Bild, zum Beispiel hier, einen Schreibtisch, und sagst mit einmal, das Fach soll aufgehen. Du musst ja auch wissen, wie es innen drinne vom Fach aussieht. Vom Schreibtisch. Also muss es ja vorgegeben sein. Und wenn du zum Also, Beispiel Sachen nicht öffnen kannst, ich spende auf jeden Fall gerne für Sachen, rechtstausend. die mir, ja, ich kann einen Kredit aufnehmen. Weißt du, Julian, Sammy nimmt extra einen Kredit von 16.000 auf, um zu spenden. So Hartz IV Empfänger, so weißt du, unter der Brücke lebst du, so 16.000 Schulden, nur für das Spiel, weißt du, so. Alles wurde gepfändet, so Computer an. Hauptsache, ich habe das Spiel gespendet, verstehst du, damit es weitergeht. Richtig. Ja.
Also ich will es auf jeden Fall haben. Ich liebe dieses Setting und Julie normalerweise auch. Seine Eltern stehen auch auf sowas wie Raumschiff Enterprise und Ja. Raumschiff Orion. Das ist natürlich eine Klasse tiefer. 1940 oder irgendwas. Aber ich mag dieses Setting einfach hier von dieser Welt. Was? Ich stelle mir mal vor, oh, die Welt ist echt beschissen. Nächste Raumschiff, zack, auf den nächsten Planeten. Mal gucken, wie es da ist, so, welche Gesetze da herrschen. Weißt du? Weil egal, ob du nach Indien gehst, nach Türkei oder Deutschland, du hast immer diese gleichen Menschengesetze irgendwo, weißt du? Immer Popo hinhalten, immer Hose runter und Popo hinhalten. Weißt du? Und da dachte ich mir, vielleicht ist Mars anders, vielleicht darf ich da mal die Hose anlassen. Ja. Also ich bin so einer, der einfach da rausguckt und sagt, guck mal, wir sind auf so einem kleinen Ball gelandet, da sind doch so viele Bälle da oben, da möchte ich gerne mal hin. Und das kannst du in so einem Spiel wie Kleintittchen ausleben, weißt du? Das stimmt. Das Ja, hätte und das ist man halt. ja bei No Man's Sky machen können. Hier bei Miss Credit, bei GTA und wie sie bei Mafia 3, übrigens habe ich Mafia 3, ist sehr schön. Auch voll Werbung macht ja. Ja, nein, nein, nein. Und wie sie alle heißen, alle großen Spiele, wo Open World sind, es hat immer was, ja, Gefängnismäßiges. Du bist irgendwann an die Grenzen, ruckzuck. Spätestens wenn du mal einen Ferrari fährst in GTA, bist du ruckzuck an deinen Grenzen ringsrum, ja? Bei No Man's Sky, bei Kleintittchen und Co. Oder hier bei Osiris, hast du immer das Gefühl, es geht immer weiter, du hörst nie wieder auf. Du hast die Schnauze voll von diesem Planeten, ich baue mir und bastel mir jetzt ein Raumschiff und tschüss, Wiedersehen, geh auf den nächsten. Es gibt kein Ende mehr und das liebe ich, dieses Setting liebe ich. Diese Freiheit, die du haben kannst, was du in Echtheit halt leider nicht haben kannst. Ja? Miss Ja. Credit & Co. macht zwar diese Freiheit in diesem Planeten, in dieser Stadt hier, es ist ja nicht nur die ganze Welt, wenn Miss Credit & Co. wenigstens noch ganze Welt, also wenigstens die ganze Erdkugel realisieren könnte. Kommst du auf die Straße Richtung Motel? Da sind wir. Also an der Tankstelle da unten. Ja, Ja, Motel. da war ich jetzt, da bin ich Motel. leider weggelaufen. Systematisch und magnetmäßig so, oh, Gegenverkehr, weg hier. Da wurde das Licht hingeschmissen hast hier. Ja, Ui, genau, du Achtung, hier müsstest ist ja einen Paul. noch haben. Ja, ich sag ja da hinten, deswegen bin ich ja da weg, weil so viele sind dort. Jedenfalls, Lass mal hier unten entlang laufen an der Seite hier. wenn es wenigstens Spiele wegen, wo du die ganze Welt besuchen könntest, das wäre ja ein Bruchteil von No Man's Sky, wirklich nur 0,5% oder sowas, ja? Oder von Ja. Kleintittchen. Ja, gut. Also, wir gehen jetzt gleich diese großen Hochhäuser da hinten, ja? Wenn sie da Warte, nicht ich habe hinreichen. erstmal jemanden an der Backe kleben. Oh, da rennt Nein, jemand. nein, renn doch. Ich Nein, schieß renn gleich. nicht. Geht das, Julia? Da Warte, läuft jemand jetzt, zur Straße. jetzt. Zwei Stück. Ja, Drei. warte, hinten Ich dran baller ist. mal. Ich. Hier. Hab leider keinen Schuss und sowas. Ich auch nicht. Ich kann nur mit Tomaten werfen. Ich hab nur eine Axt. Du hast die Ja, hau Pistole, zu. Julian. Der hat Warte. eine Axt. Du hast die Pistole. Warte. Du, wie macht man hier noch das Drei. Inventar auf? Mit I oder nein? Wie macht man das mal auf? Oh. Warte. Was mit? D? Mit G, G. Ach, G. Seit wann denn? Auch so Okay. lange nicht mehr gespielt. Oh, er Ich schmeißt mit Steinen hier. hab Jetzt leider noch? nur fünf Okay. Bälle. Oh, hinter mir ist auch jemand. Oh ja. Oh, der Okay. Dicke. Achtung, Jungs. Der Dicke. Ups. Noch einer! Okay. Oh, leck am Arsch. Es kommt nochmal einer. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, Himmel. Okay. Die Digga, kannst du haut übrigens euch looten, nicht ne? die. Haut euch nicht. Ja, übrigens. Ja, mit F. Der ist leer. Was? Juni, guckst mal, wie dein Leben aussieht und ob du Blutstropfen dran hast. Er hat Nö. Nägel. 90% Leben. Alles passt. Warte mal kurz. Lass uns mal kurz den Okay. Plan. Ah, nee, nicht hier in dem Server. Nee, brauchen wir noch nicht. Weil der ist ja langweilig. Ja. Also, normalerweise, das Spiel wird richtig spannend, wenn du Mitmenschen siehst, die nicht gut gesonnen sind. Die da eigentlich immer ins Leder wollen. Oder an die Unterhose, oder wie auch immer. Also, ich fange mal an, hier zu gucken. Wart ihr schon drinnen oder habt ihr gar keine Zeit gehabt? Nö, gar keine Zeit, wir sind gerade zu dir gerannt, für Angst. Wer will Peitsche kriegen? Ich habe einen Gürtel gefunden. Nein. Kann ja auspeitschen. Okay, warte mal. Ich guck. Nein, ist zu. Hier ist offen. Geh du mal hier rein, Sammy. Okay, nix. Manche Türen sind zu, ne? Ja. Schade eigentlich. Was war das für ein Okay, Spiel? gut. Okay, Was da war ist das für ein zu. Bild hier? Ach, den kenne ich Hier doch. ist zu. Hier steht was an der Wand. Und leer Okay. hier. Wenn Sammy schon hier wäre. Was ist das? Achso, Ihr habt alle danke. schon einen Rucksack hier? Was geht mit euch ab hier?
Ich habe noch ja nicht. Warte mal. Hab ich hinten was? Nee, ne? Achso, ich kann ja selber gucken. Hast du eine Waffe? Hast du eine Waffe? Nee, gar. Ich habe nur Patronen. Komm her, Ich kann Sammy. damit. Komm Ja? her. Ach, ne, wo bist du denn? Ja, hier. Welcher von beiden Seiten ist ja eigentlich wer? Hellmäßig, wer Nee, ist nee, das? der Warte. Pudelmütze, ich. Du bist immer der Also, Pudelmütze? Ja. ich bin der mit dem Helm. Achtung, Sammy. Ist übrigens Immer. gut. Oh, Immer. ne. Oh, ne Pickel, ne Axtpickel. Ne Pickel. Warte, ich höre schon jemanden brummen hier. Hast du noch was zum Schießen? Nee. Eine Shotgun. Also, Ich hab. wenn er eine Schrotflinte findet, bitte mir geben, ey. Ich liebe Schrotflinte. Ich hab nur eine 22, habe ich dabei. Vielleicht sollte man es aufteilen, wer was hier hat, weil, wie gesagt, jeder dann die gleiche Waffe ist immer ein bisschen blöd wegen Ja. patronenmäßig. Also, ich bin so der Shotgun-Typ. Also, Shotgun und eine Pistole wäre gut. Du bist eher der Scharfschütze wahrscheinlich hier. Ja. Oh, der Große da drüben, den kriegen wir nicht so schnell tot. Den habe ich ja für ihn gemeint hier. Den kannst du nicht die Hand schütteln, weil der hat keine. Ja, dann nehmen wir mal die großen Häuser hier. Gehen wir mal rechts rüber. Kennt er sich denn aus? Dann können wir doch eigentlich den richtigen Server. Ah ja gut, jetzt haben wir schon gelotet hier alles. Ach, hier ist Paul. Kann hier mal jemand? Ja. Warte. Achtung, Achtung. Ach, da Habe ich kommt denn einen er. Pickel eigentlich? Da habe ich einen Pickel. Da, so. Oh, da ich jetzt Nicht hingelegt. euch selber das Ding um die Ohren hauen, ne? Nein. Nein. Ah, okay, warte. 78, okay, 80% Leben. Gut, passt. Wenn Ach, die du. Eingänge sind übrigens auf der Seite, Marius, ne? Ja, der auf der anderen Seite, meinst du, ne? Ja. Ach, da wo. Ach nee, hier drüben ist es. Okay, hier einmal durch. Okay, ich gehe mal hier Ja, durch rein. die Wiese hier. Ja. Ah. Genau. Ratschel, raschel, knack. Was gut ist, wenn der Server leer ist, du kannst ziemlich viel looten normalerweise. Also du kriegst ziemlich viele Sachen. Richtig. Warte, ich geh mal in das Haus rein.